Die Frage nach der Aktualität des Themas während der Vorbereitungszeit der Ausstellung hat uns immer beschäftigt. Im Hinblick auf das Eröffnungsdatum im Oktober 2020 war diese Arbeit von Heinrich Völkel die aktuellste, die zu diesem Zeitpunkt entstehen konnte. Heinrich Völkel ist an die Grenzen gefahren beim ersten Lockdown der Covid-19-Krise und hat ein Land vorgefunden, das sich durch provisorische Grenzen vor einem Virus schützen wollte. Ob an die Grenze zwischen Deutschland und Luxemburg, die Grenze zu Österreich, die Grenze zu Frankreich oder die Grenze zur Schweiz. Was auffällig ist, dass wir hier Signalfarben in Form von Absperrungen entdecken, die wir von der Straße kennen und die provisorisch angebracht sind. Das lässt hoffen, denn der Gedanke eines vereinten Europas soll natürlich auch in diesen Krisenzeiten bewahrt werden. Heute, wenn wir die Arbeit betrachten, fast ein Jahr später, erscheint sie uns schon wiederum historisch, denn die Grenzen heute werden wieder anders geschützt.